Behandlung von Schulterbeschwerden nach dem Faszien-Distorsionsmodell. Folgende Distorsionen treten an der Schulter häufig auf: anteriores und posteriores Armträgerband, Schultermastoidträgerband, der suprakläviküläre hernierte Triggerpunkt, Kontinuumdistorsionen, Faltdistorsionen des Glenohumeral, AC-SC-Gelenks und des intermuskulären Septums, Zylinderdistorsionen im Oberarm und tektonische Fixation des Glenohumeralgelenks. Als Falttechniken finden Anwendung die Peitsche, die Entfaltung an der Säule, Einfalt- und Entfalttechniken für das Glenohumeral, das AC- und SC-Gelenk, Chicken Wing-Technik und der Anchorage-Twist. Zylindertechniken sind Double Thumb und Squeegee-Techniken. Techniken für die tektonische Fixation sind Frog Leg, Reverse Frog Leg, Brute Force und Pump.